Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit Multipler Sklerose, die trotz der Krankheit unabhängig, frei und zuversichtlich leben wollen. Darum geht es auch auf meinem Blog. Mein Blog heißt www.chronisch-fabelhaft.de und auf diesem Blog, da beleuchte ich ganz, ganz viele Themen rund um das Thema Multiple Sklerose. Und da wird auch mal ein bisschen gejammert, aber nicht so viel. Da wird vor allem ganz viel gemacht und ganz viel an sich gearbeitet, damit wir möglichst gut mit der Krankheit umgehen zu lernen, wenn sie nun mal da ist. Im heutigen Podcast möchte ich auf ein Thema eingehen, das sicherlich einige Menschen schon mal betroffen hat, die Multiple Sklerose haben oder auch die unter einer anderen Behinderung oder unsichtbaren Behinderung leiden, so wie wir mit MS. Und zwar geht es um das Thema Diskriminierung. Ich möchte heute mit dir die Frage beleuchten, wie schaffe ich es, mich von Diskriminierung abzugrenzen? Wie schaffe ich es, damit umzugehen, wenn mir diskriminierend begegnet wird? Wie schaffe ich es zu sagen, stopp, wenn mich jemand diskriminiert? Und ja, wie kann ich damit umgehen? Denn Diskriminierung begegnet uns ja ganz, ganz oft im Alltag, wenn wir eine Krankheit haben oder eine unsichtbare Behinderung. Also es ist wirklich ein Thema, was mega wichtig ist, finde ich. Und das habe ich auch bei euch gemerkt. Also ich lese mir tatsächlich alle Kommentare durch, die ich bekomme zu meinen Facebook-Posts. Ich lese alle E-Mails durch, die ich bekomme. Wenn du mir schreiben willst, tu das gerne. samira@chronisch-fabelhaft.de. Da kannst du dich gerne mit mir austauschen. Da kannst du deine Fragen loswerden. Lob oder Kritik oder Wünsche für neue Podcast-Folgen oder Artikel. Also ich lese mir das alles durch und das nimmt mich auch total doll mit, was da geschrieben wird. Und diesen Podcast habe ich jetzt auch so ein bisschen aufgrund einer Frage gemacht, die ich diese Woche auf meinem Facebook-Profil, @chronischfabelhaft heiße ich da, die ich auf meinem Facebook-Profil gepostet habe. Und zwar habe ich gefragt, wurdest du schon mal diskriminiert? Und dazu habe ich ganz, ganz viele Kommentare bekommen und es ist eine rege Diskussion entstanden und ich wollte jetzt erstmal ein paar dieser Kommentare hier vorlesen. Ich werde dazu keine Namen nennen von den Personen, die das geschrieben haben, um deren Privatsphäre zu wahren. Aber ich finde die Antworten schon teilweise echt heftig. Zum Beispiel schreibt eine Person: Ich habe immer das Gefühl, nicht wirklich ernst genommen zu werden. Unsichtbare Symptome zu haben, gerade bei dieser Hitze, ist für andere schwer zu verstehen. Das kenne ich so, so gut. Ey, gerade bei der Hitze momentan, das ist so krass. Also in meinem Zimmer, wo ich hier gerade sitze, sind 31 Grad. Wenn ich aufs Thermometer gucke, sind es wirklich 31 Grad hier drin. Ich gehe schon gar nicht mehr auf den Balkon raus, wo ich normalerweise sonst meinen Podcast aufnehme, weil da werde ich einfach gebraten. Also es ist wirklich, wirklich mega anstrengend gerade. Das geht euch ja wahrscheinlich genauso. Und das Ding ist, dass es bei Menschen mit Multiple Sklerose eine Sache gibt, die sich Uthoff-Phänomen nennt. Und zwar verstärken sich bei Hitze oft unsere neurologischen Symptome. Also mega unangenehm. Man kann irgendwie auch nicht so richtig viel dagegen machen und ist auch so ein bisschen machtlos irgendwie. Also das kenne ich auf jeden Fall. Aber klar, für andere ist es natürlich nicht leicht, das zu verstehen. Eine weitere Leserin schreibt: Ja, eine sehr nette Frau hat damals im Bus ihr Kind von mir weggezogen und gesagt, geh nicht so nah an die Tante ran, die ist betrunken. Als ich sagte, ich habe MS, meinte sie, es gibt immer irgendwelche Ausreden. Ich war zutiefst traurig und gekränkt. Ja, also bei der Geschichte, da weiß ich wirklich fast überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja so eine krasse Diskriminierung und eine so beleidigende und verletzende Verhaltensweise von dieser Frau, die einfach gar keine Ahnung hat, was irgendwie los ist und das auch noch ihrem Kind sagt. Also damit wahrscheinlich auch noch die nächste Generation irgendwie im Sinne auf Sensibilisierung verdirbt. Also ein wirklich ganz, ganz krasse, ganz große Beleidigung und wahnsinnig verletzend. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss, so bloßgestellt zu werden, auch in der Öffentlichkeit. Eine weitere Leserin schreibt: Ich kam aus der Apotheke, hatte mich dort ziemlich aufgeregt, hatte Probleme mit dem Gehen. Sagte ein Herr: Noch nicht mal Mittag und schon besoffen. Das hat mich sehr verletzt. Eine Freundin meldet sich nicht mehr bei mir. Sie will sich nicht anstecken. Also da hat die Person mir sogar gleich zwei Beispiele genannt, wie sie in ihrem Umfeld diskriminiert wurde. Einmal von einer Person, die sie nicht kennt, also von diesem Mann vor der Apotheke, und einmal von einer Person, die sie kennt. Wo man sich natürlich fragt, boah, was ist hier schlimmer? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie beides
absolut unter aller Kanone und absolut verletzend und schlimm. Also gerade, dass Menschen mit Multiple Sklerose manchmal wanken und dann Schwierigkeiten haben, geradeaus zu gehen und die Balance zu halten, ist nun mal ein total typisches Symptom, ja. Und dann so angemacht zu werden da irgendwie, man sei betrunken, also das ist wirklich, wirklich mega schlimm. Und ich danke dir, dass du hier deine Gedanken mit mir geteilt hast überhaupt und mir diese ehrlichen Kommentare hinterlassen hast. Ich finde das auch mega mutig, denn sowas ist natürlich total schlimm, ja. Und wenn man das dann auch noch aus dem eigenen Freundeskreis kriegt, also eine Freundin, die sich nicht mehr meldet, weil sie sich nicht anstecken will, also da verliert man ja echt den guten Glauben in die Menschheit irgendwie. MS ist nicht ansteckend. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch erklären muss. MS ist nicht ansteckend. Okay, Leute, keine Ahnung. Lasst uns alle T-Shirts drucken. MS ist verdammt nochmal nicht ansteckend. Also wir selbst haben Probleme damit, aber unser Umfeld hat in dem Sinne auf jeden Fall keins, als dass es nicht ansteckend ist. Also das ist einfach Bullshit, sorry. Und es ist irgendwie einfach nur mega verletzend und ausschließend diskriminierend, wenn ihr deswegen euch nicht mehr bei uns meldet. Eine weitere Leserin hat geschrieben, als ich gefragt habe auf meinem Blog, ob schon mal jemand diskriminiert worden ist, hat sie geschrieben, ja, als es im Büro an die Vergabe einer neuen Aufgabe ging und ich mich dafür gemeldet habe, sagte eine Kollegin, wer weiß, wann du das nächste Mal länger ausfällst. Meinst du nicht, dass es sinnvoller wäre, wenn ich das übernehme? Da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ja, also, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass dir da die Kinnlade runtergefallen ist. Mir ist sie auf jeden Fall beim Lesen auch runtergefallen. Also, das ist ja sowas von bloßstellend, das auch noch vor versammelter Mannschaft und vor allen Kollegen sowas zu sagen. Also, es klingt ja fast, als ob man A planen könnte, weil man jetzt das nächste Mal ausfällt wegen MS. Also, natürlich ist es so, dass wir am liebsten gar nicht ausfallen wollen und ganz bestimmt nicht planen können, wann wir jetzt das nächste Mal ausfallen. Und das überhaupt so zu nennen, ist auch so mega verletzend und es tut einfach so doll weh, wenn man irgendwie gerade nur mal nicht leisten kann, ja. Und bitte, bitte, lasst euch gesagt sein, falls ihr Leute ohne MS zuhören, worüber ich mich riesig, riesig freue. Danke, dass ihr da seid. Ich finde es super cool, dass ihr das macht. Aber lasst euch gesagt sein, also ganz oft wollen wir und können einfach nicht. Wir wollen wirklich unglaublich doll. Und bitte glaubt uns, wir verurteilen uns schon mega, mega doll selbst dafür, dass wir teilweise nicht können. Und es ist total schwierig, das abzuschalten, sich dann nicht zu verurteilen. Aber wenn dann noch das Umfeld einen verurteilt und einen runtermacht und einen sagt, na, glaubst du wirklich, du schaffst es? Boah, da könnte man den echt an die Gurgel springen teilweise. Also das macht einen so fertig dann irgendwie, Entschuldigung, das war jetzt vielleicht gerade ein bisschen übertrieben gesagt, aber du weißt, was ich meine. Also es macht einen wirklich, es verletzt einen und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen in diesem Podcast. Und dass ich gerade so eine harte Ausdrucksweise gewählt habe, zeigt ja vielleicht eigentlich schon ganz gut, wie sehr das einen verletzt, ja. Also es macht einen rasend vor Schmerz und vor Wut über sich selber und über diese Verständnislosigkeit, die einem da entgegengebracht wird teilweise. Natürlich nicht von allen. Also es gibt auch wunderbare, tolle Beispiele vom Umfeld, wo Leute ganz, ganz, ganz toll reagieren. Und ich freue mich mega, wenn irgendwie meine Familie oder meine Freunde oder früher auch auf meiner Arbeitsstelle da Rücksicht drauf genommen wurde, dass ich MS habe und dass ich nun mal ab und zu vielleicht ein bisschen langsamer bin oder vielleicht mal einen Tag mehr krank bin als meine Kollegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, umso mehr ist es dann natürlich schmerzhaft, wenn man so merkt, so, oh krass, da wird gerade echt irgendwie richtig schlimm mit mir umgesprungen und da wurde ich ganz doll verletzt. Und ich möchte euch jetzt auch noch eine Story erzählen, die mir passiert ist, und zwar letzte Woche, und zwar quasi zweimal. Also es war wirklich total heftig und ich habe mich auch ganz, ganz, ganz doll darüber geärgert und aufgeregt. Und war das am Berliner Ostbahnhof, wo ich Zugfahrkarten kaufen wollte für eine Freundin und mich, weil wir jetzt am Wochenende in Warschau waren zusammen. Und ich war am Mittwoch dort am Ostbahnhof und ich habe einen Schlüssel, diesen EU-Behinderten-Toilettenschlüssel, habe ich bekommen, weil ich MS habe und weil ich unter imperativem Harndrang leide. Das heißt, das ist noch nicht ganz eine, also es ist keine Blasenstörung im Sinne von Inkontinenz, was ja auch ein häufiges Symptom sein kann bei MS. Bei mir ist es Gott sei Dank nicht so, aber bei mir ist es so, dass wenn ich auf Toilette muss, dann muss ich halt echt. Und dann muss auch innerhalb der nächsten paar Minuten Klo her. Theoretisch halte ich es vielleicht sogar länger aus. Da kann man jetzt sagen, naja, dann ist doch kein Problem. Aber man muss sich das wirklich vorstellen wie eine unglaubliche Belastung. Also alles in meinem Kopf schreit dann einfach nur Klo, Toilette, jetzt, jetzt, jetzt. Und ich kann mich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren.
Als ich das meinem Neurologen erzählt habe, meinte der, ja, natürlich, sofort, du kriegst so einen Schlüssel und dann kannst du diese ganzen quasi semi-öffentlichen Toiletten, also diese Waldtoiletten, diese WCs, die halt so in der Landschaft rumstehen, die kann man dann nutzen mit diesem Schlüssel. Und an Bahnhöfen gibt es natürlich auch Toiletten und an Raststätten. Und da kann ich dann einfach mit meinem Schlüssel hingehen und kann mir diese Toilettentür aufschließen. Man kriegt diesen Schlüssel, indem man zu einem Amt geht bei sich in der Stadt. Also ich bin hier in Berlin einfach dahin gefahren, habe mir den abgeholt. Es hat 20 Euro gekostet und natürlich brauchte ich eine Verordnung von meinem Arzt dafür, für diesen Schlüssel. Also den kriegt man jetzt auch nicht einfach so. Und dann war ich am Ostbahnhof und musste natürlich, wie das bei mir immer so ist, auf Toilette. Und bin dann dahin und der Schlüssel funktionierte leider nicht. Ich habe den auch noch nicht so lange und ich weiß auch immer nicht so richtig, wie das irgendwie funktioniert, weil, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Also funktioniert dieser Schlüssel nicht und dann wandte ich mich an das Personal. Da war eine Dame, so um die 50, und ich wandte mich dann an sie und war total froh, dass jemand da war von diesem Toilettendienst da und meinte zu ihr, ja, mein Schlüssel funktioniert nicht, vielleicht können Sie mir helfen. Und da meinte die Frau, na, erstmal würde ich gerne Ihren Behindertenausweis sehen. Da habe ich natürlich erstmal geschluckt, weil man kriegt ja diesen Schlüssel nicht nur mit einem Behindertenausweis, den ich ja gar nicht habe und den ich Gott sei Dank nicht brauche, sondern man kriegt diesen Schlüssel unter anderem auch, wenn man eine neurologische Erkrankung hat, die einen dazu berechtigt, diesen Schlüssel zu haben. Und da meinte ich das genau zu der Frau und ich war auch irgendwie nicht natürlich angegriffen und meinte zu ihr, Entschuldigung, ich habe ein Recht hier dieses Klo zu benutzen, ich habe einen Schlüssel. Da meinte sie, ja, aber der ist nur gültig zusammen mit Ihrem Behindertenausweis, was ja gar nicht stimmt. Also es ist ja nun mal nicht so. Der Schlüssel ist, wie gesagt, auch gültig natürlich ohne einen Behindertenausweis. Man hat ihn ja überhaupt erst bekommen, weil man erst zum Arzt und dann zu dem Amt gerannt ist. Und das habe ich dann auch der Dame erklärt. Meinte, nee und so, ich lasse jetzt hier nicht rein und was denn mit mir los sei. Und dann durfte ich da, Frau Wasser, mit der Mannschaft, da standen noch Leute um mich rum, ne? Das war ja am Ostbahnhof, mitten am Tag, also da war ordentlich was los. Da musste ich da, Frau Wasser, mit der Mannschaft sagen, ja, passen Sie auf, ich habe Multiple Sklerose und ich habe imperativen Harndrang deswegen. So vor lauter fremden Leuten, die da um mich rumstanden. Also ich wurde tierisch bloßgestellt, ja, ich habe mich so blöd gefühlt in dem Moment. Ich habe einen Blog, ja, und ich habe auch kein Problem darüber zu sprechen, irgendwie, dass ich diese Krankheit habe oder was für Symptome ich davon trage. Aber es wäre ganz nett, wenn ich das nicht machen muss, weil mich jemand anschreit und mir die Toilette verweigert. Also es ist ein Verhalten, wirklich, ich dachte in diesem Moment einfach nur, es kann doch nicht die Wahrheit sein. Und dann hat mir diese Frau die Toilette aufgeschlossen und meinte dann noch, ja, und jetzt lässt du danach aber bitte keinen mehr rein. So als ob ich da irgendwie, danach dann erstmal alle noch einladen würde, auch gratis ihre tolle Toilette zu benutzen. Also es war wirklich super abstrus und ich habe mich total geärgert und ich habe mich wirklich, wirklich absolut diskriminiert und ungerecht behandelt gefühlt. Und habe dann auch beim Kundenservice da angerufen und denen die Situation geschildert, weil die Dame meinte, das solle ich bitte machen, wenn ich mich beschweren wolle. Und da habe ich sie nach ihrem Namen gefragt, den wollte sie mir nicht nennen. Okay, alles klar, dann rufe ich halt bei ihrem Arbeitgeber an, habe da angerufen und der Betreiber der Toilette hat sich natürlich total entschuldigt und dem war das irgendwie anscheinend auch sehr unangenehm, zumindest diesen Mitarbeiter, den ich da an der Strippe hatte. Und die meinten, die werden ihre Mitarbeiter ab jetzt briefen. Weil natürlich, ganz wie ich sage, kriegt man so einen EU-Schlüssel für die Toiletten auch, wenn man keinen Behindertenausweis hat, sondern eine neurologische Krankheit. Naja, und dann war es 2 Tage später. Ich hatte ja die Bahntickets gekauft und dann war an dem Tag halt die Abfahrt am Freitag. Und natürlich, wie immer, muss ich mal wieder auf Toilette und gehe am Berliner Ostbahnhof wieder zu den Toiletten und denke, naja, die haben ja gesagt, die werden ihre Mitarbeiter briefen. Insofern kann ich ja jetzt hier ungestört mal die Toilette nutzen und einfach von diesem Schlüssel Gebrauch machen, den ich ja nun mal aus einem gewissen Grund habe. Und dann war wieder diese Frau da und wieder funktionierte mein Schlüssel nicht. Und sie meinte schon, sie kenne ich doch noch und so. Und jetzt lasse ich sie gar nicht mehr ran ohne ihren Behindertenausweis. Und dieser war ich ja schon ein bisschen ruhiger, weil ich ja schon wusste, dass mich wahrscheinlich wieder so eine Diskriminierung erwartet. Und meinte zu der Frau, passen Sie auf. Hab ihr das nochmal erklärt, wie das ist mit dem Schlüssel und dass ich den kriege und so weiter. Und dann meinte sie, ja, das ist ihr egal und sie lässt mich jetzt nicht drauf auf die Toilette. Und in dem Moment meinte ich einfach nur, okay, wissen Sie was, ich gehe. Danke, ich gehe im Zug auf Klo, kein Problem. Bin gegangen, durfte dann in mein freies Wochenende starten mit einem erneuten Gespräch mit einem Mitarbeiter, den ich dort angerufen habe.
Der Mitarbeiter meinte dann, naja, man könne ja nicht so richtig sagen, ob ich nicht ein Junkie oder obdachlos wäre. Wo ich erst mal so denke, okay. Also man kann sagen, ich bin auf keinen Fall behindert, aber man kann nicht sagen, ob ich ein Junkie oder ein Obdachlose bin. Das muss man, also dann meinte ich halt, ach, das müssen Sie mir jetzt einfach mal genauer erklären, weil jetzt verstehe ich plötzlich die Welt überhaupt nicht mehr. Jetzt bin ich plötzlich nicht behindert, aber ich bin ein Junkie und eine Obdachlose oder was? Also wirklich, also es war Hanebüchen. Es war so krass, wirklich. Es war unfassbar. Und natürlich irgendwie habe ich mich auch aufgeregt und irgendwie bei den Tränen nah, weil ich habe mich so bloßgestellt gefühlt und irgendwie so verletzt auch gefühlt. Also es war wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm für mich und ganz, ganz schmerzhaft für mich. Und ja, also das war Diskriminierung. Ich würde sagen, das ist Diskriminierung. Oder ich weiß nicht, was meinst du? Schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine E-Mail, samira@chronisch-fabelhaft.de. Bitte schreib mir. Ist es richtig, dass ich mich sehr diskriminiert gefühlt habe? Ich finde schon. Ich finde, ich wurde diskriminiert. Und deswegen auch dieser Podcast heute. Und mein erster Tipp quasi, wie du mit dieser Diskriminierung umgehen kannst, denn natürlich habe auch ich meine Schlüsse gezogen aus Situationen, ist, wahrnehmen, das ist Diskriminierung. Weil viel zu oft denken wir, oh Mann, habe ich mich jetzt blöd verhalten? Hätte ich irgendwie ruhig bleiben sollen oder so? Und dann checken wir gar nicht so, ja, klar, das ist Diskriminierung. So, da ist man irgendwie hardcore diskriminiert worden. Also man kann sich dem schon bewusst werden im Moment und kann auch ganz klar sagen, ja, das war Diskriminierung. Das war nichts anderes als Diskriminierung. Also der erste Punkt, der erste Schritt in Richtung Umgang damit ist, nimm wahr, ey, stopp, ich wurde hier diskriminiert. Ja, das ist nicht richtig. Richtig. Und dann gleich als zweiten Schritt würde ich dir empfehlen zu sagen, sie diskriminieren mich oder du diskriminierst mich. Sag das auch den Leuten. Ich habe das der Dame gesagt. Die Dame, die war erstmal sprachlos, dass ich ihr vorwerfe, in Anführungszeichen, oder ihr, sagen wir mal, bewusst mache, so, hey, ich wurde hier gerade diskriminiert. Ja, das ist nicht irgendwie einfach mal, dass du jetzt hier schlechte Laune an mir auslässt. Das ist diskriminierend für mich, das ist verletzend für mich, das stellt mich bloß. Ja, das verletzt mich, das tut mir richtig doll weh. Also sag das den Leuten auch. Das ist denen wahrscheinlich in dem Moment total egal, aber es ist wichtig, um die Situation ein für alle Mal schon in dem Moment festzuhalten und klarzumachen, ey, stopp, du diskriminierst mich. Und es ist in dem Moment, gibst du quasi dieses Bloßstellen und dieses Hilflose ja irgendwie auch zurück an die Person. Weil in dem Moment, das ist natürlich jetzt nicht die feine englische Art, aber in dem Moment quasi, ja, stellst du auch die andere Person in dem Sinne bloß oder machst das öffentlich, was da gerade passiert und regst dir vielleicht auch ein bisschen mal zum Nachdenken an. Also sag, hey, stopp, du diskriminierst mich. Das ist mein zweiter Punkt. Und ich habe das auch gemacht und ich muss sagen, das war eine verdammt gute Idee an dem Punkt. Als dritten Punkt, den ich auch als mega, mega wichtig erachte, ist es zu sagen, ich hole mir Hilfe. Also versuche in diesem Moment irgendwie von jemandem in deinem Umfeld oder jemandem, der dabei ist oder jemandem der umstehenden Leute, dir irgendwie Hilfe zu holen und dir irgendwie ein bisschen Rückhalt zu holen. Also einfach irgendjemanden, der sagt, ey, so, ich bin da für dich, du bist nicht allein, du musst hier auch nicht allein durch, du reagierst auch nicht über, du hast irgendwie alles Recht dazu, hier verletzt zu sein und dich diskriminiert zu fühlen und darauf aufmerksam zu machen, dass hier gerade Diskriminierung passiert. Ich habe zum Beispiel in dem Moment den Kundenservice angerufen und das denen erzählt und die meinten, völlig richtig, dass du angerufen hast, bitte entschuldige. Und beim zweiten Mal war auch meine Freundin dabei, mit der ich nach Warschau gefahren bin. Und ich habe natürlich auch gleich sie gefragt und meinte, ey, so, was ist hier los? Habe ich irgendwie überreagiert? Habe ich mich falsch verhalten? Und sie meinte, nein, natürlich nicht. Natürlich war das Diskriminierung und natürlich bin ich da und stehe ich hinter dir, wenn sowas passiert und du hast meinen absoluten Rückhalt. Also in so einer Situation kann es einfach wahnsinnig gut und unterstützend und stärkend sein zu wissen, boah, ich bin nicht allein, ich muss hier nicht allein durch und alleine diesen Kampf hier irgendwie austragen. Also es ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz gutes Gefühl. Notfalls kannst du dir auch im Internet Unterstützung holen, ja, einfach in einer der vielen MS-Gruppen, die es da gibt, miteinander Spaß, miteinander stark oder die Multiple Sklerose hat es nicht leicht mit mir oder MS-Gruppe für Angehörige und Betroffene. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Facebook-Gruppen. Da rein
mit diesem Ding, mit dieser Geschichte, was dir passiert ist. Hol dir Unterstützung. Du bist nicht allein und du musst es nicht mit dir allein ausmachen und du musst es auch nicht in dich reinfressen. Kotz dich aus, lass es raus, ruf deinen Partner an. Ich habe sofort meinen Freund angerufen und dem davon erzählt. Natürlich, der muss da halt irgendwie einfach mit mir durch. Der muss für mich da sein. Ich wäre ja auch für ihn da, wenn ihm sowas passiert. Ich würde nichts lieber tun, als für ihn da zu sein, wenn ihm sowas passiert, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, aber wer weiß, ne? Also auf jeden Fall einfach irgendwie dir Unterstützung holen und einfach sich auch ein bisschen Mut machen lassen und ein bisschen Verständnis irgendwie sich abholen und auch einfordern. Das kann in dem Moment so mega, mega gut tun. Und nachdem du dann quasi da dir deinen Zeugen oder deinen Support oder deinen Mut abgeholt hast, ist es wichtig, dass du in Aktion trittst. Also, dass du irgendwas unternimmst quasi dagegen. Das hast du einerseits schon gemacht, indem du gesagt hast, stopp, du diskriminierst mich. Aber natürlich kann es auch weitergehen. Jetzt hast du quasi den klaren Kopf und den Rückhalt, um zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt konstruktiv dagegen tun, dass sowas und dafür tun, dass sowas nicht nochmal passiert? Ich habe zum Beispiel den Kundenservice angerufen. Ich habe dort angerufen und gesagt, okay, passen Sie auf, Ihre Mitarbeiter sind anscheinend nicht wirklich geschult. Das wollen Sie ja sicherlich nicht, dass so Ihre Kunden behandelt werden. Also machen Sie mal was dagegen. Und ich habe zweimal mit diesem Kundenservice telefoniert, weil es beim ersten Mal anscheinend nicht funktioniert hat. Also, tritt in Aktion. Ruf irgendwie die Leute an. Schreibt eine Facebook-Bewertung. Ja, ganz oft irgendwie geht bei irgendwelchen Hotlines auch niemand dran. Und plötzlich, wenn man das öffentlich macht und mal bei Facebook schreibt, ey, Firma XY hat das und das mit mir gemacht und ich habe mich diskriminiert gefühlt. Ich wurde diskriminiert von dieser Firma. Plötzlich melden die sich, wenn man das öffentlich macht. Das funktioniert wunderbar. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht irgendwie diskreditiert oder sonst was, ja, wenn du diskriminiert worden bist. Und das weißt du ja, weil du dir A, einmal das bewusst gemacht hast, ist es Diskriminierung? Ja, es ist Diskriminierung. Und B, weil du dir auch Rückhalt geholt hast und auch andere Leute sagen, ja, tatsächlich. Also, wenn du dich diskriminiert fühlst, dann ist es Diskriminierung. So einfach ist die Geschichte. Sorry, da sitzt du einfach am längeren Hebel in dem Moment. Insofern, mach dich laut. Sag Bescheid. Tritt in Aktion. Schreib eine Bewertung. Du kannst zum Beispiel, wenn es auf deiner Arbeitsstelle passiert, wie bei einigen meiner Leserinnen und Lesern das leider der Fall gewesen ist, kannst dich an den Personalrat wenden, kannst dich an deinen Chef wenden. Du kannst sagen, diese Mitarbeiter diskriminieren mich. Verschaff dir Gehör. Und wenn du den Rückhalt hast von anderen Personen, dann ist es viel, viel leichter, dir auch dieses Gehör zu verschaffen und das auch irgendwie einzufordern. Und nur wenn du in Aktion trittst, wird sich ja überhaupt irgendwas ändern an der Situation. Ne? Also das, was du jetzt da quasi investierst an Zeit und da irgendwie reingibst, das wird auf jeden Fall sich lohnen für dich und natürlich auch für die ganzen anderen Menschen, die vielleicht an der selben Stelle wie du diskriminiert worden sind und die gesagt haben, ach naja, nee, ich lasse es jetzt mal so, das ist irgendwie jetzt auch viel zu anstrengend und vielleicht war es ja auch gar nicht so schlimm oder so. Nein, sei laut und sei auch wütend und sei auch verletzt und sei das ruhig auch öffentlich, ja. So, es gibt, die anderen Leute haben kein Recht dazu, dich so zu behandeln. Wirklich nicht. Absolut nicht. Und es kann sich nur etwas ändern, wenn du den Leuten sagst, hey, nein, ich will das nicht. Also wirklich, geh irgendwie raus und tu was dagegen auch. So. Sei dein eigener kleiner Vorreiter da. Ich kriege ganz, ganz oft von irgendwelchen Leuten gesagt, boah, du bist so mutig, Samira, du bist so stark, dass du irgendwie machst, was du machst. Ganz ehrlich, ich bin ja gar nicht anders als du. Ich mache mich einfach nur laut, wo andere sagen, ach, naja, komm, ach, ist doch nicht so wichtig. Ich sage, doch, verdammt, ist wichtig, ist mega wichtig. Das hat irgendwie in der Öffentlichkeit Platz zu bekommen, weil das ein Teil der Öffentlichkeit ist. Und Diskriminierung hat auch in der Öffentlichkeit diskutiert zu werden, weil es in der Öffentlichkeit passiert. Ja, und wenn es nicht in der Öffentlichkeit passiert, dann machst du es halt öffentlich, dann sprichst du halt darüber, dann gehst du da als gutes Vorbild voran und das kann auch ganz, ganz viel Stärke geben und es kann dir plötzlich das Gefühl geben, du bist Herrin oder Herr der Situation, ja, weil du nimmst ja quasi in die Hand, was danach passiert. Du siehst dich also nicht als Opfer, sondern du gehst in eine ganz, ganz aktive Rolle und sagst, nein, stopp, mit mir nicht. Ich lasse das nicht mit mir machen und ich setze mich ein für meine Mitmenschen und für andere Menschen, die vielleicht nicht den Mumm haben, da was gegen zu tun. Denn so kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden, die nichts getan haben. Und selbst wenn sie was getan haben, es sollte einfach irgendwie niemand diskriminiert werden. Der Überzeugung bin ich. Also der vierte Punkt, tritt in Aktion. Der fünfte Punkt, schwierig. Versuche, Ruhe zu bewahren. Den Punkt sollte ich mir wahrscheinlich mal ordentlich auf eine freie Körperstelle noch tätowieren lassen. Versuchen,
nicht ausfällig zu werden, nicht beleidigend zu werden, versuchen die Leute nicht mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und dich nicht auf dieses Niveau zu begeben. Ich selber war beim ersten Mal, bei der ersten Situation mit dieser Dame von dem Toilettenservice wirklich ungehalten, ja. Ich habe wirklich, meine Stimme ist hochgegangen, ich war angestrengt, ich war wirklich ungehalten. Ich habe mich so verletzt gefühlt, dass ich in dem Moment gar nicht so schnell geschaltet habe. Beim zweiten Mal aber war ich schlauer. Und diesen Fehler musst du ja gar nicht erst machen, weil ich habe ihn für dich gemacht. Also kannst du gleich schlauer sein, so wie ich beim zweiten Mal das war. Und ruhig an die Sache rangehen. Wenn du dich mit diesen Menschen unterhältst, dann wird es dir sehr viel mehr Glaubhaftigkeit und sehr viel mehr, ja, Kredibilität auch verschaffen, wenn du ruhig bleibst. Das heißt, wenn deine Stimme ruhig ist, wenn du probierst zu denken, okay, die Person hat einfach keine Ahnung. Ich gehe mit der jetzt um wie mit einem kleinen Kind, was einfach nicht weiß, was es macht und was irgendwie keine Verantwortung übernimmt für sein Verhalten. Und nicht quasi die Person ja so über dich stellst in ihrer Macht. Und dich nicht, weil du machst dich ja klein, wenn du so überreagierst und wenn du so zurückfauchst wie so ein angegriffenes Tier. Nein. Versuche durchzuatmen, bevor du reagierst. Versuche sachlich zu bleiben, werd nicht beleidigend und so. Das musst du nicht, das ist nicht nötig. Die andere Person hat dich beleidigt und du stehst da auf jeden Fall insoweit drüber, als dass du dich nicht auf deren Niveau begibst. Bleibe sachlich, bleibe ruhig, erkläre, nimm dir die Zeit, stell dir vor, wirklich die Person hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also hol lieber nochmal extra aus, um das zu erklären. Ja, und damit stellst du einfach nur unter Beweis, dass du im Recht bist. Wenn du ruhig bleibst und nicht anfängst rumzuzetern und zu schreien, Stress ist sowieso mega schlecht für Menschen mit MS, das weißt du sicherlich. Insofern versuche einfach jetzt nicht auch noch dir selber mit so einer Stressattacke, mit so einem Überreagieren da irgendwie selbst am Ende noch zu schaden und einen Schub oder eine Symptomverschlechterung, eine vorübergehende zu riskieren, weil du dich so aufregst. Ich meine, natürlich regt man sich auf, aber man kann ja versuchen, erstmal durchzuatmen, bis 10 zählen. Vielleicht kurz den Raum verlassen sogar, bevor man das Thema anspricht. Ja. Versuche einfach irgendwie, so gut es geht, deine Ruhe zu bewahren. Denn nur so kannst du ja auch positiv und konstruktiv in Aktion treten. Ne? Wenn du quasi mega übersteigert bist und irgendwie gar nicht mehr quasi redest, ohne davor nachgedacht zu haben, dann werden deine Aktionen wahrscheinlich auch nicht besonders positiv, sondern die werden dich eher blockieren und es wird sich sauer anfühlen, es wird sich bitter anfühlen, es wird so ein wie so ein Druck in deiner Brust geben. Also bei mir fühlt sich das so an, wenn ich weiß, so, oh, ich verhalte mich jetzt gerade doof und ich reagiere über, aber ich kann es jetzt irgendwie auch nicht ändern. Dann kommt richtig so eine, oh, wie so ein Druck auf der Brust irgendwie und mein ganzer Körper verkrampft und man spürt das ja auch. Ne? Also dem kannst du halt echt auch probieren, dann so zu entgehen, indem du einfach kurz sagst, okay, 3 Minuten für mich und dann reden wir darüber. Also versuche, Ruhe zu bewahren. Und der letzte und wichtigste Punkt vielleicht ist, lass die Situation los, nachdem sie geklärt ist. Also heute ist es Dienstag. Der erste Beginn mit dieser Service-Klofrau war am Mittwoch und ich rede immer noch darüber. Also es ist fast eine Woche her und ich rede immer noch darüber und es regt mich immer noch auf. Wieder mal ein Fehler, den ich für dich gemacht habe. Mach du ihn nicht auch noch. Probiere die Situation loszulassen. Versuch die nicht ewig und 3 Tage mit dir herumzutragen. Also probier einfach so, bis du sagst, okay, es ist passiert und ich lasse die Situation jetzt los. Ich denke da jetzt nicht drüber nach. Ich wälze die auch in meinem Kopf nicht hin und her, weil davon wird sie sich ja nicht ändern. Ich habe getan, was ich konnte. Ja, wenn du meine Punkte befolgt hast, wirst du ja an dem Punkt sein, dass du sagst, okay, ich habe getan, was ich konnte. Ich bin ruhig geblieben, ich bin sachlich geblieben und ich habe mich gut meinen Mitmenschen gegenüber verhalten und richtig und korrekt verhalten. Und dann kannst du die Situation probieren, loszulassen und einfach sagen, okay, es ist, wie es ist passiert, ich habe getan, was ich konnte und jetzt tue ich mir selber den Gefallen und lasse die Situation los. Es gibt eine ganz, ganz schöne Geschichte von 2 chinesischen Mönchen, ein älterer Mönch und ein jüngerer Mönch. Und diese 2 chinesischen Mönche, die kommen in einen großen Fluss. Und vor diesem großen Fluss stehen 2 sehr, sehr alte Frauen, die nicht über den Fluss kommen. Und die Mönche sagen, ist kein Problem, wir tragen euch über den Fluss. Und jeder von den Mönchen schnappt sich eine von den älteren Damen und trägt sie über den Fluss. Und auf der anderen Seite
fangen die beiden Damen plötzlich an, einen mega Gezeter abzulassen und zu sagen, ihr habt uns total wehgetan und die Schuhe sind auch nass geworden und das war alles total unbequem und ach, wir wünschen, wir wären niemals irgendwie da auf euren Rücken geklettert und das war ja total doof und uns ist sowieso was ins Wasser gefallen und regen sich tierisch auf und sind total undankbar. Die Mönche, die schütteln die Köpfe und gehen weiter. Und so nach irgendwie einer Stunde sagt dann der junge Mönch zu dem alten Mönch, ich kann einfach nicht glauben, dass die Frauen uns so behandelt haben. Ich kann nicht glauben, dass sie so undankbar waren und ich fühle mich so ungerecht behandelt von denen. Und es war so blöd und ich wünschte, ich hätte die niemals mitgenommen und ich bereue das total. Und dann sagt der ältere Mönch zu dem jüngeren Mönch, ich habe meine alte Frau vor einer Stunde abgesetzt. Du trägst deine immer noch. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, um zu sehen, wie lange wir uns manchmal mit Dingen rumtragen, wenn Leute sich uns gegenüber unfair verhalten haben. Ne? Wir ziehen damit ja dieses Leiden so krass in die Länge irgendwie und klammern uns so daran, wie so Masochisten klammern wir uns an diesen Schmerz und dieses Unrecht, was uns getan wurde. Und deswegen möchte ich dir als allerletzten Punkt ans Herz legen, probiere die Situation gehen zu lassen. Du kannst sie auf ein Stück Papier schreiben und anzünden oder irgendwas Symbolisches sogar tun. Oder du schreibst sie in ein Tagebuch und lässt sie damit gehen. Oder du schließt kurz die Augen und stellst dir vor, wie du die Situation und diesen ganzen Druck und diesen Schmerz einfach ausatmest und wie er aus deinem Körper herausströmt. Aber probiere irgendwie ein Mittel zu finden, damit die Situation dich nicht noch länger mitnimmt. Das waren meine Ratschläge, wie man mit Diskriminierung besser umgehen kann. Sie passiert nun mal leider, das ist der Fakt. Ich fasse noch mal ganz kurz für dich zusammen, was wir besprochen haben in diesem Podcast. Wir haben als allererstes natürlich uns ein paar Zitate angehört und du hast meine Klo-Story gehört. Und als allerersten Tipp habe ich dir mitgegeben, wahrnehmen. Nimm wahr, das ist Diskriminierung. Hier passiert etwas, hier wird dir Unrecht getan. Als zweiten Punkt, sage der Person, ich werde von dir oder ich werde von ihnen diskriminiert und verschaff dir Gehör und mach die Situation klar. Als dritten Punkt haben wir gesagt, Hilfe holen. Weih jemanden ein, hol jemanden auf deine Seite, verschaff dir irgendwie Rückhalt und jemanden, der dir Mut macht und der dir Verständnis gegenüber hat in deiner Situation. Als vierten Schritt, tritt in Aktion. Tu etwas dagegen, um die Situation zu ändern. Tu was für deine Mitmenschen, tu was für dich selbst, damit das nicht mehr passiert. Und damit du sagen kannst, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Als fünften Punkt haben wir besprochen, dass wir versuchen, Ruhe zu bewahren und nicht zu überdrehen und sachlich zu bleiben. Weil nur mit Sachlichkeit kommen wir weiter. Wir begeben uns nicht auf das Niveau der Person, die uns diskriminiert hat. Und als sechsten und wichtigsten Punkt für dich selber und deine eigene Seelengesundheit, lass die Situation los. Ich hoffe, dass der Podcast heute dir gefallen hat und dass du einiges davon mitnehmen konntest. Ich bin total gespannt, von dir zu erfahren, wie du ihn findest und ob du das genauso siehst oder ob du es ganz anders siehst vielleicht und wie du selber mit solchen Situationen umgehen kannst. Vielleicht hast du ja auch weitere Vorschläge oder Ratschläge oder Fragen oder Feedback. Ich freue mich total, wenn du meinem Blog folgst. Das kannst du auf Facebook tun und auf Instagram bin ich auch @chronischfabelhaft, alles zusammengeschrieben bei Facebook und Instagram. Die Website ist www.chronisch-fabelhaft.de und du kannst natürlich auch meinen Podcast, den Mutige Stimmen Podcast, bei iTunes abonnieren. Da freue ich mich mega, mega doll drüber. Ganz generell bin ich total froh, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir diesen Podcast anzuhören. Du kannst ihn auch auf Soundcloud runterladen. Soundcloud habe ich vergessen, siehst du. Da bin ich auch. Da kannst du ihn runterladen, kannst ihn mitnehmen, kannst ihn dir anhören auf der Autofahrt oder beim Putzen oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und ich hoffe, dass du ja einfach ein bisschen in die Ruhe und ein bisschen mehr Stärke aus diesen über 30 Minuten jetzt rausgezogen hast für dich. Und wir arbeiten ganz, ganz doll gemeinsam an uns. Ich freue mich genauso doll, dass du da bist, wie du dich freust, dass ich da bin. Wir sind füreinander da und ich sehe dich und ich bin mega, mega dankbar für jeden Moment deiner Zeit, den du mir schenkst. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt auch und wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag. Bis dann, deine Samira. Ciao.